Die Weissagen der Pythia? Diese Pythia saß über einer rauchenden Spalte. Rauchenden was? Und diese Griechene. Und sprach wundersame Sätze, aus denen männliche Priester die Zukunft deuteten. Du, wenn ich was gerade sage, dann rede ich auch über so mirres Zeug. Diese Pythia hat immer nur am 7. Tag im Monat Orakel. Boah, ein Tag aber und 4 Wochen frei. Der hat ja was dabei verdient. Ein guter Kirsch. Und nicht den billigen Fussel, den mir ein Gockelwilli aus unserer Schupfe krampft. So, jetzt wird es noch weiter unten kratzen. Genau, hab ich gar nicht. Carlotta, irgendwann kann ja das alles einmal kaufen. Du, ich bin hier. Da hat uns kurz ein bisschen gruseln. Aber diesmal lieg ich beim Löffel hinten, weil du schnaufst mal so warm ins Knack. Dreimal schwarzer Regenwurm. Husch, 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 du Wurm im Busch, schau in Zukunft. Der Wurm des Regens, lass uns warten, nicht vergebens. Ahui und... Jeder will wissen, was Zukunft bringt, egal jetzt ob jung oder alt. Lass es doch alles zum Himmel, wir stehen, es geht schon noch aus uns verbeult. Jetzt so halt du Wurm, dann krieg die ein Wurm. Jetzt so halt du Wurm, dann gibt's wieder Ruhe. Befrei die ein Prinz von drum aus dem Turm. Und wann endlich fällt mein Oma in Grün? Es regnet nur Orakel, sag mir nicht, was passiert. Es regnet nur Debakel, hat sich verspekuliert, spekuliert, spekuliert, ganz ungeniert. Vertrauen, so ein Grauen, ja.